zerlegen. Und das war alles. Das war alles. So, dann fratzen wir mal ein Stück Fisch wieder. Und ja, trink mal die Brause. So. Du kannst wieder aus, es wird langsam hell. Auffüllen. Zack. So, dann schauen wir uns mal weiter um. Oh, eine Pennertonne. Sowas gibt's hier also auch. So, schauen wir mal kurz erstmal hier rüber. Da steht nämlich noch ein Wohnwagen. Wunderbar. Ja, und da kommen wir auch in die Halle dann rein. Okay. Ja, da gucke ich später. Erstmal die Wohnwagen schauen. Vielen Dank. Hallo. Oh, hier gibt's Betten. Baseballmütze. Okay, hier gibt's zumindest schon mal Betten und noch eine Sturmlaterne. Looks like this has been here a while. Aha. Was du nicht sagst. Warum sammle ich eigentlich den ganzen Scheiß auf, wenn ich doch eh überladen bin? Ich weiß es nicht. Nobody needs this anymore. Oh, und da geht's gleich weiter, okay. Metallschrott, Metallschrott. Aha. Und irgendwie ist mir das hier gerade wieder ein bisschen zu düster. So. Eine Kiste. Die ist leer. Alter Schlafsack, da geht's wahrscheinlich raus. Uns hier durch. Thermounterwäsche. Metallbehälter, was ist da drin? Hm, das kann man handy. Ein neuer Dosenöffner, warum nicht? Oh, komm, beweg dich. Müsli-Riegel, Pfirsiche, Streichhölzer. Boah, ich werde immer langsamer. Ich bin auch überhaupt nicht stark überladen und ich sollte vielleicht erstmal die Laterne ausmachen kurz. So. Mit allen Mitteln gewichtlos werden. Das heißt, dich reparieren wir auch. Dich reparieren wir auch. Sag ich ja. Dich füllen wir dann mal auf.
Was haben wir hier Schönes? Wir haben noch bestimmt wieder Hunger. Naja, ein bisschen. Durst. So, Baseballcap. Braucht kein Schwein. Und den haben wir sowieso schon an. Errungenschaft freigeschaltet, Pazifist. Aha. Wollsocken. Und Thermounterwäsche. Das ist aber Wollunterhose und ich glaube, die waren auch besser tatsächlich. Also nehmen wir die gleich auseinander. Du bist ein bisschen in meinem Sichtfeld jetzt im Weg. Okay, hier kriege ich eine Menge Stoff ran. Hier ist ein umgekippter Spind. Aha. Aha. Ich nehme das mal gleich auseinander. Was ist das hier? Eine Kampfhose? Schneehose. Oh, nee. Wir bleiben bei der Kampfhose. Wir bleiben definitiv bei der Kampfhose. Und was war es noch? Das Wollhemd hier. Jemand Prinzessin auf der Erbse spielen. Ja. Oh, ein neuer Wettstein. Und hier ist nichts. Okay. Die ganzen Bettgestelle hier auseinandernehmen, die kaputten. Cool. Wohnwagen verlassen. Wie gut, dass man das ein bisschen abkürzen kann. Ui, Entschuldigung, da musste ich gähnen. So, und jetzt versuchen wir irgendwie darüber zu kommen. Wir haben wieder Hunger und Durst. Zack. Und zack. Aha. Und eigentlich war das blöd. Ich hätte separat essen und trinken sollen. Na egal. Wow. Wir sind so schnell. Hoffentlich blitzt mich keiner. Oh, das war jetzt wirklich schnell. Bergab setzt die Fliehkraft dann ein. Ich komme einfach nicht aus meiner Haut. Leer. Dann, als ob hier irgendwo was langläuft. Also etwas oder jemand. Gut, hier war ja noch irgendwo ein Wolf auf dem Gelände. Der wird das dann wahrscheinlich sein. Ich will die Tür anvisieren. Gib mir die Tür. Man reiche mir die Tür. Ich möchte hineingehen.
Walverarbeitungsstation. Also auf jeden Fall haben wir hier ordentlich Ablageplatz. Und hier ist auch die Koksmatratze, die ich sogar als Bett nutzen kann, okay. Du bist offensichtlich nur ein Schreibtisch. Oh. Nee, geht gar nicht. Ich entleere mich jetzt mal ein bisschen. So, weg, 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 weg. Weg. Weg, weg, weg. Okay. Ja, darf ich bitte? Danke. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. So. Okay, wir wiegen immer noch 50 Kilo, aber jetzt durchsuche ich immer schnell noch den Rest, ob hier irgendwas drin ist. Probably useful. Teilschrott. Zeitungspapier. Okay. Ah, wir sind ein Mühchen schneller als vorher. Leder rein. So. Oh, Gott sei Dank, wir können mal wieder laufen. Oh, noch ein Buch. So. Oh, noch ein Wettstein. Der ist leer, okay. Hier packen wir dann mal. Hiervon ein bisschen was rein. So, die beiden auch. So. Antibiotika. Sogar die kann ich als Bett benutzen. So, Plastikbehälter. So. Ein Buch. Energieriegel. Aha, da geht's runter. Sause, Brause und Tomatensuppe. Noch mehr Betten. Oh, Schuhe. Mensch, die hätte ich ja fast übersehen. So, was haben wir hier unten Schönes? Eine Werkbank. Noch eine Sie. This stuff will come in handy. Ein Hammer zur Metallbearbeitung. Jetzt wird's interessant.
Denn ich glaube, den kriegt man tatsächlich nur hier. Oh, ein Safe. Oh Gott, nein. Fünfunddreißig. Oh, hu, ha, hi, ho. I'll take it. Heroinstiefel. Auch zerlegen. Wir können ja eh nur ein paar tragen. Zerlegen. Ja, ist ja gut. Und zerlegen. Und es wird dunkel. Dann machen wir uns mal Licht. Hier ist nichts weiter. Warte mal, haben wir noch was essen und trinken eventuell? Zack. So, das auch noch hinterher. Sehr schön. Wieder etwas leichter. Huch, nein, da liegt nichts, okay. Schon wieder eine Baseballmütze. Grad hier drin, obwohl es da oben offen ist. Okay, das ist gut. Hallo, nicht löschen, Holz mitnehmen. Danke. Ja, hier wurden Wale verarbeitet. Eindeutig. Schnur und Haken. This stuff will come in handy. Ein Schokoriegel. Oh, da steht noch ein Kanister, aber ich glaube, ich platziere erstmal unsere Matte. Dann mache ich mal die Laterne aus. Und stecke die mal weg. Und wir schlafen erstmal eine Runde.
aufheben. Frühstücken. Das